So schnell ist es passiert. Ein unachtsamer Moment und die Brieftasche ist weg. Sei es in der Einkaufshektik, beim Spazierengehen oder im Urlaub. Herr und Frau Österreicher verlieren gerne mal ihre geliebten Wertgegenstände. Was sollte mit meinem verlorenen Gegenstand im besten Fall passieren? Der beste Fall ist natürlich, wenn es wer findet. Und der Finder muss den Gegenstand innerhalb 3 Tagen beim zuständigen Fundamt abgeben. Das zuständige Fundamt ist immer die Gemeinde dort, wo die Sache gefunden wird. Das funktioniert dann auch so. Bei uns kommt der Finder einer, gibt die Sachen ab, wird dann vom Beamten entgegengenommen und ins digitale Fundregister eintragen. Dort kriegt er Nummer, wird genaue Beschreibung und der Finder hat dann die Möglichkeit, dass er einen Finderlohn beantragt oder darauf verzichtet. Der Finderlohn beträgt 10% vom Wert des Gegenstands. Ab einem Wert von 2.000 Euro verringert sich dieser auf 5%. Welche Dinge werden ganz gerne mal verloren? Vermehrt werden Schlüssel abgegeben, Handys, Geldbörsel, Bargeld. Bargeld, das meistens im Bankomat vergessen worden ist. Dann haben wir auch schon Kinder wegen gehabt, also allerdings ohne Kinder. Kinder waren nicht mehr drinnen. Dann haben wir gehabt Gehstücke, Krücken, einen Rollator haben wir auch schon mal gehabt. Was heuer oder voriges Jahr auch schon ganz, ganz auffällig gewesen ist, dass extrem viele Hörgeräte abgegeben worden sind. Wir haben zuerst überlegt und auch uns gewundert, warum das so ist, haben aber dann relativ bald festgestellt, dass mit den Masken beim Abendohr das Hörgerät mit runtergerissen wird. Und viel mehr kann das nicht gleich. Und darum ist der Anstieg bei den Hörgeräten sehr markant. Nicht nur alltägliche Dinge gehen verloren, immer wieder bringen kuriose Funde die Beamten zum Schmunzeln. Was war das Witzigste, das je bei euch abgegeben wurde? Nach einer Veranstaltung ist beim Zaumrahmer mitten am Hauptplatz ein Rollstuhl überblieben. Hat sich nachher auch ausgestellt, das war keine Wunderheilung durchs Riederbier oder andere Sachen, sondern der Rollstuhl ist benutzt worden von einer Poltergruppe, die an den zukünftigen Bräutigam von einem Wirtshaus zum anderen geführt haben. Was auch noch sehr kurios war, schon längere Zeit aus, war einmal, wie eine Dame von einem gewissen Rieder Etablissement eine Geldtasche bei uns abgegeben hat, das bei ihr liegen geblieben ist. Wir haben dann nachgeschaut, wenn das gehört, das Geldtaschen. Der Besitzer war ein Herr aus Linz, ein Pfarrer aus Linz. Es hat sich ausgestellt, dass er zwar in Riet war und in Riet das Geldtaschen verloren hat, allerdings nicht dort. Der Finder hat anscheinend ein paar schöne Stunden mit dem Pfarrer sein Geld verbracht. Jährlich werden zwischen 300 und 400 Gegenstände in Riet abgegeben, davon etwa 70 Fahrräder. Wie behält ihr hier den Überblick? Den Überblick behalten wir, indem dass jede Fundsache eine eigene Nummer kriegt und in ein eigenes Fachl im Kasten verwahrt wird. Und so, wenn man sucht, dass wir sie gleich wieder finden. Große Fundgegenstände, wie zum Beispiel Fahrräder, werden nicht auf der Dienststelle verwahrt, sondern da haben wir extern im Konvikt draußen einen abgesperrten Raum, wo die aufbewahrt werden. Verlorenes Wiederfinden ist ganz einfach. Auf www.fundamt.gv.at, dem Online-Fundamt für ganz Österreich, Kategorie auswählen und am Verlustort danach suchen. Das Online-Portal wird in 8 Landeshauptstädten sowie über 500 Städten und Gemeinden mit insgesamt rund 4 Millionen Einwohnern verwendet. Was passiert mit den Gegenständen, die keiner mehr vermisst? Gegenstände werden bei uns ein Jahr aufgehoben. Nach einem Jahr kriegt es der Finder, wenn er es beansprucht hat. Ansonsten geht es in den Besitz der Gemeinde oder der Fundbehörde über. Und wir geben das dann an Tarifer, da in Riet, und die verwerten praktisch die Sachen. Und so freut sich dann vielleicht wer anderes über das gute Stück.